Salvatore Boni. Heute 0-0 gegen FSV Zwickau. Ein Punkt gewonnen oder habt ihr 2 Punkte hier liegen lassen? Also ich denke, gegen Zwickau, dass wir wieder vorher gewusst hätten, dass wir hier einen Punkt holen können, dann wären wir zufrieden gewesen. Aber jetzt durch den Spielverlauf finde ich, dass wir ruhig gewinnen hätten können, wäre verdient gewesen. Hat euch vorne das Glück gefehlt im Abschluss? Chancen waren ja da. Ja, wie gesagt, einmal Standard durch Schöni, wo Mari hält, dann Kuba immer. Und der Torwart auch wieder gut anfällt. Ich muss das Ding eigentlich einhauen, trifft den Ball nicht richtig, rutscht ab. Ja, also die Chancen waren schon da, auch zum Schluss gerade. Vielleicht Fugger, wo ich ihn dann noch reinspiele, wo Fugger einfach schießt hat und sich mal quer spielen lassen, nochmal quer. Ja, im Endeffekt haben wir 2 Punkte liegen lassen. Ja, erste Halbzeit rettet Morgentin, hält euch damit aber auch den Punkt fest. Naja, die hatten eine gute Möglichkeit, also, zwar erste Halbzeit, wo Roggen natürlich den überragend hält, aber dafür ist er auch im Tor, das ist auch mein Held. Sonst finde ich, waren wir am Drücker die ganze Zeit, also wir haben auch nicht zugelassen viel und wie gesagt, haben wir 2 Punkte liegen lassen. Ja, vor 3 Wochen zum Start gegen RB Leipzig hatten wir 2000 Zuschauer hier, heute waren es 1000, hat man es auch wieder im Rücken gemerkt? Ja, wir freuen uns natürlich immer, wenn gute Kulisse da ist. Heute war es vielleicht nicht gegen RB, aber trotzdem war eine ansehnliche Kulisse und wir hoffen, dass es auch in den weiteren so ist und dann macht es natürlich auch mehr Spaß, mit dem Spiel. Okay, vielen Dank.